Science Statics, built by science. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier. Und heute gibt's mal wieder ein ultimatives Video, nämlich das ultimative Brustvideo. Wir wissen alle, Leute, eine schöne, dicke, fleischige Brust ist, was es sehr erstrebenswert ist. Und ich habe ja auch in den letzten zwei Videos über Trizeps und Bizeps geredet. Beim Trizeps und Bizeps und allgemein Armen bin ich natürlich jemand, der sehr bevorteiligt ist mit meiner Genetik. Und deswegen bin ich heute umso mehr pumped, euch das ultimative Brustvideo zu präsentieren, weil Brust bei mir über 6 Jahre oder sogar fast 7 Jahre eine ultimative Schwäche war. Ich habe wirklich erst so vor 2 Jahren richtig realisiert, was man machen muss, wenn man eine sehr schlechte Brustgenetik hat. Und ich zähle mich selbst zu den Leuten, die jetzt wirklich eben, wie gesagt, nicht die besten Voraussetzungen haben. Und deswegen möchte ich diese Tipps heute mit euch teilen. Es geht jetzt in diesem Video weniger darum, wie man eine Übung ausführen soll, sondern vielmehr darum, wieso man sie ausführen soll und was die entsprechenden Faktoren sind, die zum Erfolg verhelfen. Bevor wir uns jetzt aber die Übungen anschauen, möchte ich noch kurz auf die Anatomie des Brustmuskels zu sprechen kommen, weil da gibt es sehr viele Missverständnisse und die Leute sind sich da immer ein bisschen unsicher, was jetzt eigentlich wahr ist. Tatsache ist, dass der Brustmuskel eine obere Brust und einen unteren Brustteil hat. Also es gibt 2 Köpfe, den unteren Brustkopf und den oberen Brustansatz. Das ist wahr und das stimmt auch. Was jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass die Muskelstränge, also wie die Muskelfasern verlaufen, auch dazu beiträgt, dass man eben den Brustmuskel in verschiedenen Winkeln trainieren muss. Das heißt, obwohl wir eigentlich nur 2 verschiedene Teile des Brustmuskels haben, haben wir insgesamt 3 verschiedene Regionen, wie die Fasern verlaufen. Und zwar verlaufen die, ich blende das hier mal ein, wie ihr seht, bei den oberen Brustmuskeln eher schräg von oben nach unten, in dem mittleren Bereich gerade und gegen unten dann auch wieder gegen unten. Das heißt, das ist eigentlich der wichtige Punkt, dass man immer in die Richtung trainiert, wie die Muskelfasern sich auch bewegen. Und damit komme ich auch schon zu der ersten absoluten Grundübung für den Brustmuskel. Wie kann es anders sein? Das Bankdrücken, das Flachbankdrücken. Viele hier wissen, dass ich lange Zeit auf das Flachbankdrücken verzichtet habe und das aus dem einfachen Grund, weil ich eine Kombination aus Schräg- und Negativbankdrücken für mich persönlich als besser empfunden habe. Das ist aber wirklich nur auf mich persönlich abgestimmt worden, weil ich einfach durch meine Anatomie und durch meine lange Arme eher Mühe habe, schweres Gewicht beim Bankdrücken zu bewegen, flach. Für die meisten Leute ist aber das Flachbankdrücken die absolute Nummer 1 Übung für eine starke Brust. Und deswegen empfehle ich auch jedem, diese Übung vorzunehmen, weil schlussendlich die transversale Schulteradduktion, wie man dem sagt, dafür verantwortlich ist, dass der Brustmuskel am meisten Gewicht bewegen kann. Das heißt, beim Bankdrücken könnt ihr mit Abstand am meisten Gewicht bewegen und damit euren Muskel auch überladen. Und wenn man sich bewusst ist, dass die wichtigsten Wachstumsfaktoren für Muskelaufbau die Last ist, die mechanische Last, die ihr auf den Muskel bewegt, ist es für euch auch klar, dass zum Beispiel Flachbankdrücken auch in 100 Jahren noch den normalen Fleiß voraus sein wird. Was natürlich nicht heißt, dass ihr Fleiß nicht mehr machen müsst, da komme ich nachher noch dazu. Aber Flachbankdrücken ist das absolute Muss, um eine Brust aufzubauen. Da gibt es auch diverse Studien, die ich euch unten wieder verlinken werde. Es ist ganz klar zu sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen One Rep Max, das heißt, wie hoch euer One Rep Max bei der Bank ist, und der Brustgröße. Und das ist auch der Grund, wie so viele Powerlifter auch eine übelst brutale Brust haben, obwohl sie noch nie in ihrem Leben Fleiß gemacht haben. Das heißt, Bankdrücken ist definitiv ein Massbuilder, wie ich immer so schön sage, genau aus dem Grund eben, weil man in dieser Position auch so viel Gewicht bewegen kann. Ich persönlich empfehle Bankdrücken immer im tieferen Wiederholungsbereich zwischen 4 und 8. Ich mache jetzt heute hier ein 5x5 in meinem Fall, das heißt 25 schwere Reps, bei denen ich es mir richtig gut gebe und damit habe ich dann auch schon den ersten Faktor richtig gut abgedeckt, nämlich den Muskel mit schwerem Gewicht zu belasten. Jetzt trotzdem hier noch kurz, was ist wichtig beim Flachbankdrücken? Eine Brücke. Genau wie die Powerlifter das immer vormachen, müsst ihr hier wirklich versuchen, eine Brücke zu erzeugen. Weil, und jetzt kommt das große Weil, es gibt eine EMG-Messung, die zeigt, dass negatives Bankdrücken sogar noch mehr Muskelfasern betätigt als reguläres Flachbankdrücken. Das heißt, eine Brücke, wie ihr das hier seht, ist Pflicht, um maximale Hypertrophie beim Bankdrücken zu erzeugen und auch um seine Schultern zu schonen. Das war nämlich einer der Gründe, wieso ich lange Zeit auch Flachbankdrücken gemieden habe,
weil ich einfach gemerkt habe, dass normales Flachbankdrücken meiner Schulter nicht gut tut. Das heißt, eigentlich reden wir hier von leicht negativem Bankdrücken. Leicht negativen Bankdrücken, wenn ich hier von Flachbankdrücken rede. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Reps vor, einfach damit ihr seht, wie ich das handhabe. Und zwar versuche ich hier ein bisschen mehr als schulterbreit, schön hier, bam, mich zu setten. Und ihr seht jetzt hier von der Seite, can you show that from the side? Ihr seht, ich bin jetzt hier definitiv im Hohlkreuz. Habt ihr jetzt gesehen, es waren jetzt 3 Reps zum Aufwärmen nochmal. Und was ich auch immer mache beim Flachbankdrücken und allgemein bei Bankdrückvarianten ist, ich mache immer einen Stopp. Mit dem Stopp garantiere ich mir selbst, dass ich den Stretch-Reflex rausnehme aus dem Muskel. Das heißt, der Stretch-Reflex ist dieser Vorteil, den man sich verschafft, wenn man mit Schwung arbeitet. Wenn man den rausnimmt, dann hat man besonders beim Bankdrücken nochmal mehr Belastung auf der Brust. Das könnt ihr einfach mal selbst austesten. Ihr könnt auch sagen, ihr stoppt eine Sekunde, bevor ihr die Brust berührt, ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber einfach grundsätzlich, dass ihr versteht, das ist etwas, das ich euch mindestens bei der Fokusübung, bei der schweren Übung für die Brust empfehlen würde, mit Stops zu arbeiten. Wie gesagt, wir haben hier die transversale Schulteradduktion und damit haben wir auch schon den mittleren Teil und je nachdem, wenn ihr dann eben auch den negativen Winkel gemacht habt, auch den unteren Teil der Brust perfekt trainiert. Mit unteren Teil meine ich, wie gesagt, die Fasern. Jetzt ist es aber so, dass die Brust, der Brustmuskel, zusätzlich auch noch für die Schulterflexion verantwortlich ist. Das heißt, in dem Moment, wo ihr in einem gewissen Winkel eure Schulter hier flext, arbeitet der obere Brustmuskel auch mit. Das sieht man zum Beispiel auch beim Military Press, dass sogar beim stehenden Military Press die obere Brust leicht mitarbeitet. Das heißt, wenn man die Brust maximal trainieren will, sollte man sich auch noch dem Schrägbankdrücken widmen. Für einige Leute, wie zum Beispiel mich, macht es vielleicht sogar Sinn, eine Zeit lang die Schrägbankvariante als Fokusübung zu nehmen und gegen die Flachbank zu ersetzen, weil die Schrägbankvariante eben wirklich gezielt diesen oberen Teil trainiert und der obere Teil in meinen Augen bei den meisten Athleten der schwache Teil ist. Also viele Leute haben entweder den äußeren Teil oder den oberen Teil als Schwachstelle, weil sie eben nur Flachbankdrücken machen. Und mit dem Schrägbankdrücken, vorzugsweise im 45-Grad-Winkel, sehr wichtig, auch da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass der 45-Grad-Winkel der beste Winkel für die obere Brust ist. Da hat es eine Zeit lang auch Theorien gegeben, dass das bei 30 Grad sein soll. Und bei 30 Grad kann man natürlich ein bisschen mehr drücken, aber wenn ihr wirklich optimalen Reiz auf die obere Brust setzen wollt, dann sind 45 Grad empfohlen. Ich zeige das auch hier mal kurz vor. Und wenn ihr jetzt hier guckt, dann seht ihr auch, dass dadurch, dass ich auf der Schrägbank bin, sich der Gap schließt. Das heißt, ich bin hier nicht mehr hier in der transversalen Schulteradduktion, sondern ich komme hier mehr in die Schulterflexion und das wiederum macht auch den Weg um einiges länger. Macht auch den Weg um einiges länger und macht die Übung auch schwerer. Also auf der Schrägbank werdet ihr tendenziell weniger Gewicht bewegen als auf der Flachbank. Und deswegen ist das nochmal hier zu kurz, um zusammenzufassen. Die Flachbank sollte für die meisten Anfänger mal sicher für ein Jahr der Fokus sein. Ist auch im Science Statics die absolute Fokusübung, zusammen mit Schrägbank als Ergänzungsübung. Das heißt, für die meisten Leute sind diese 2 Übungen bereits genug, um 80% der Erfolge aus ihrer Brust rauszuholen. Also euer Potenzial zu 80% auszuschöpfen mit diesen 2 Übungen. An dieser Stelle noch eine kleine Side-Note. Ich rede hier immer von den konventionellen Bankdrückmethoden, weil das einfach das ist, was man in den Gyms am meisten findet. Es gibt natürlich eine Decline Bench Press, zum Beispiel von Hammer Strength, mit der ihr eben in Kombination mit Schrägbankdrücken genauso viel erreichen könnt, in meinen Augen, wie mit einer Flachbank. Da aber die meisten Leute diese Maschinen nicht haben, zeige ich euch hier wirklich die Basic-Version. Es gibt hier zum Beispiel auch noch sowas, eine negative Bankdrückmaschine. Eine negative Bank, die ich persönlich überhaupt nicht schätze. Also komischerweise komme ich mit so einem Winkel überhaupt nicht klar, aber es gibt Leute, die profitieren auch da davon. Ich persönlich finde die Flachbankversion mit einem starken Arch um einiges besser. Jetzt gehen wir weiter zu den Flies und zu Maschinentraining. So, jetzt sind wir hier bei der Fly-Maschine und das gilt natürlich jetzt auch für normale Kabelflies oder sogar für Kurzhantelflies, wobei ich euch ganz ehrlich, ganz klar an dieser Stelle
von Kurzhantelfleiß abraten würde. Also Kurzhantelfleiß wirklich nur, wenn ihr keine Möglichkeit habt, am Kabel oder an der Maschine zu arbeiten. Das noch so als kleiner Punkt. Und wenn ihr jetzt hier an dieser Maschine seid, dann müsst ihr auch wieder überlegen, dass ihr mit den Muskelfasern mitgehen müsst. Das heißt, was die meisten nicht wissen und ich auch lange nicht gewusst habe, diese Version hier ist eher nachteilhaft, weil ihr durch die externe Rotation die Brust zum Teil in die Überdehnung bringt und dadurch schwächt. Also ihr habt dann eine schwache Ausgangssituation und könnt damit den Muskel nicht mehr in der maximalen Kontraktion trainieren. Sobald ihr hier in diese Richtung, mit diesem Griff hier arbeitet, den man ja normalerweise für die Rear Delt Rows verwendet, hat man die Möglichkeit hier viel mehr Kontraktion reinzuholen, als wenn man die Bewegung hier so macht. Könnt ihr einfach mal ausprobieren, einfach mal fühlen und auch mal testen, was euch persönlich besser gefällt. Ich finde auch, dass die Griffe hier ein bisschen weniger auf die Schultern gehen. Das ist einfach auch ein sehr wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben werde, den mir sehr viel gebracht hat. Und das ist auch der Grund, wieso ich solche Maschinen hier nicht empfehle. Das heißt, in dem Moment, wo ihr hier diesen Griff hier habt, ist es sehr schnell passiert, dass ihr hier überdehnt mit der Brust und dadurch nicht nur eure Schulter verletzt, sondern eure Brust eben auch in eine schwache Position bringt, wo ihr sie dann auch nicht mehr aus dieser Position maximal kontrahieren könnt. Auch was viele Leute nicht wissen und man immer wieder hört von Fitnesstrainern, dass man die Brust scheinbar hier in diesem Griff trainieren soll, weil es schulterschonender ist. Das kann für gewisse Leute stimmen, aber meistens auch nur, weil die Leute in dieser Position einfach die Schultermobilität nicht haben. Wenn ihr gesunde Schultern habt und auch die Mobility stimmt, dann sollte dieser Griff hier um einiges besser für Muskelaufbau funktionieren als der neutrale Griff hier. An dieser Stelle auch noch gesagt, weil wir es hier gerade haben, ihr seht, dieser Griff hier ist ziemlich dick. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann versucht, möglichst dicke Kurzhanteln oder Langhanteln zu nehmen. Also egal ob Kurz- oder Langhantel, versucht einfach dort einen eher dickeren Griff zu bevorzugen, weil ihr damit auch in meinen Augen die Pronation, also das Pronieren, sehr, sehr, sehr bewusster macht. Also in dem Moment, wo ihr einen dicken Griff habt, proniert ihr mehr und mehr Pronation heißt auch hier wieder eben mehr Kontraktion, vor allem in der oberen Brust und weniger Schulterverletzung. Das ist ein kleiner Pro-Tipp, den ich auch schon oft gezeigt habe. Es kommen übrigens auch alle Bankdrückvarianten im Science Statics erklärt. Version 2017 mit allen aktuellen Studien. Das heißt, jeder hier draußen, der sich das Science Statics holt, wird jede Übung von mir nochmal ganz gezielt erklärt bekommen. Und wenn wir schon gerade beim Kurzhantelbankdrücken sind, ich habe sie euch nämlich jetzt nicht gezeigt, weil ich persönlich fast nie Kurzhantelbankdrücken ausführe. Man hat beim Kurzhantelbankdrücken natürlich den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Adduktion hat. Diese hole ich mir persönlich aber lieber am Schluss noch bei den Flies raus. Das heißt, mit den Flies habt ihr in meinen Augen dort noch ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen einfacher die Möglichkeit, den Muskel zu finishen und müsst deswegen nicht Kurzhantelbankdrücken machen, weil das sind zwei Faktoren beim Kurzhantelbankdrücken, die mich immer gestört haben. Der erste, das Umsetzen. Man muss beim Kurzhantelbankdrücken oder beim Kurzhantel-Schrägbankdrücken immer die Gewichte umsetzen. Und das ist besonders, wenn man mal so bei 50ern angekommen ist oder sogar 60ern, einfach nicht mehr so easy. Es ist zum Teil schwer, zum Teil kann es auch zu Verletzungen führen. Also man kann da beim Umsetzen sich sehr schnell verletzen. Und man verliert auch zum Teil ein bisschen Kraft beim Umsetzen. Das heißt, die wertvolle Kraft, die man hat, die schmeißt man sozusagen weg beim Umsetzen. Und der zweite Punkt, an dieser Stelle auch Shoutout an Brosep, weil das war mir auch lange nicht bewusst. Der zweite Punkt ist, ihr habt weniger Range of Motion. Beim Schrägbankdrücken, da habt ihr eine Stange, die ihr hier berühren könnt. Das heißt, ihr könnt komplett die Range of Motion mitnehmen. Beim Kurzhantelbankdrücken habt ihr aber das Problem, dass die Gewichtsblöcke an den Handeln ja vorher an euch ankommen. Das heißt, ihr habt dort eigentlich nicht die Möglichkeit, die volle Range of Motion mitzunehmen, was in meinen Augen aber eigentlich sehr wichtig ist, wenn man eben maximale Hypertrophie erzeugen will. Wer nicht die volle Range of Motion hinbekommt, der sollte unbedingt Shoulder Mobility machen. Auch das kommt im Science Statics, ein komplettes Shoulder Mobility Programm, damit ihr auch dort wisst, was ihr machen müsst, um wirklich auch beim Bankdrücken die volle Range of Motion zu bekommen. Und damit haben wir eigentlich auch schon das Wichtigste für heute abgedeckt, wie man die Brust maximal trainieren kann. Jetzt noch ein paar offene Fragen, die ganz bestimmt kommen werden. Was viele Leute jetzt sicher fragen werden, was ist denn jetzt mit Kurzhantelüberzügen? Weil wir wissen ja, Kurzhantelüberzügen, das ist so eine typische Bodybuilder-Übung, die ja scheinbar die Brust dehnen soll und damit auch erweitern soll. Tatsache ist aber, dass es dafür keine Beweise gibt. Das heißt, wir reden hier von Bro-Science, nicht von Real-Science. Und das macht auch Sinn, weil der Brustmuskel, den kann man eigentlich nur durch gezieltes Krafttraining vergrößern. Das heißt eben, wie gesagt, durch
Time Under Tension, durch das Überladen des Muskels, durch Muskelfaserzerstörung oder natürlich auch durch Stoffwechselstress, da komme ich am Schluss nochmal dazu. Aber in Bezug auf Kurzhantel, Überzügen gibt es da wirklich keine greifenden Papers, die mir bekannt sind. Vielleicht kennt ja jemand da draußen etwas, das ich noch nicht kenne, die beweisen würden, dass Überzüge, Kurzhantelüberzüge, irgendwas in Bezug auf Hypertrophie auslösen sollten. Das heißt, mit einer Kombination aus Schrägbankdrücken, negativen Bankdrücken, / Flachbankdrücken und Flies, die nochmal für die Adduktion zuständig sind, solltet ihr in meinen Augen eigentlich 95% eures Potenzials ausschöpfen können. Wenn ihr schön regelmäßig stärker werdet, ihr auch natürlich auch periodisiert, ihr natürlich auch die Ernährung beachtet, wenn alles stimmt, dann solltet ihr durch dieses Training maximale Hypertrophie erzeugen. Zum Schluss möchte ich jetzt noch kurz auf Stoffwechselstresstraining zu sprechen kommen. Ich habe lange Zeit nicht wirklich viel mit Stoffwechselstresstraining am Hut gehabt, habe es auch lange ignoriert und habe einfach gedacht, ich muss es jetzt einfach mal selbst ausprobieren. Stoffwechselstresstraining ist meistens Training, in dem man Time Under Tension hält, in dem man den Muskel zum Übersäuern bringt, in dem man zum Teil auch sehr langsame Reps macht. Und da gibt es viele verschiedene Versionen, wie man das Ganze natürlich angehen kann. Und deswegen möchte ich euch hier einfach mal einen Ansatz zeigen, den ich jetzt die letzten paar Monate so versucht habe zu verfolgen. Und zwar am Schluss des Trainings, wenn ihr bereits Bankdrücken gemacht habt, wenn ihr bereits Flies gemacht habt und ihr findet, ihr möchtet trotzdem noch die letzten 5% auch noch rausholen, dann könnt ihr mal versuchen, am Ende des Workouts mal einfach mit Körpergewicht hier diese Position hier so lange wie ihr könnt zu halten. Ihr könnt auch zwei Blöcke nehmen dazwischen, um noch ein bisschen mehr reinzuliegen. Aber einfach, dass ihr versteht, hier in dieser Position, in einer gedehnten Position, die Spannung zu halten. Das kann für viele ein bisschen zu einfach sein. Am Ende des Brusttrainings ist es aber schon meistens eine gute Challenge, wenn man da so 2 Minuten hinbekommt. Ihr könnt es auch mit den Kurzhanteln machen auf der Bank. Das ist auch eine Möglichkeit, indem ihr einfach die Kurzhanteln hier haltet. Ich habe da selbst erst 2,5 Monate Erfahrung damit gemacht und ich finde, es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Und deswegen wollte ich den einfach euch auch noch auf den Weg mitgeben, weil es da gibt es ja auch eine Studie von Schönfeld, die eben zeigt, dass auch Stoffwechselstress entscheidend sein kann. Besonders jetzt für die Profis. Das heißt, dieser Tipp, der ist eigentlich für die wenigsten Leute hier wirklich relevant, aber für ein paar Leute hier draußen auf jeden Fall. Und deswegen habe ich solche Übungen auch in den Sciencetetics Pro Split mit eingebaut, der bald offiziell rauskommen wird. Yes, Leute, ich glaube, wir haben es. Ich trainiere jetzt meine Brust noch fertig. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr ultimative Videos sehen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden und lasst es mich wissen in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Fragen, alles mögliche, Anregungen, Feedback einfach in die Kommentare und ich check aus. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out.